Ja, ich finde einen Roboter unheimlich faszinierend, wo ich sage, ich kann eben Sachen mitbewegen, ich kann Aufgaben lösen. Und das ist eben ein ganz spannender Aspekt, dass ich sage, es gibt immer neue Aufgaben, die gelöst werden müssen, gerade da, wo Menschen gefährliche Arbeiten, aber auch immer wiederkehrende Belastungen in ihrer Arbeit haben, dass diese Aufgaben eben vom Roboter ersetzt werden können und dass ich im Prinzip es schaffe, mit dem Roboter diese Aufgaben auch zu lösen. Mein Arbeitsplatz ist an der FlexMT. Das ist eine Maschine zur standardisierten Werkzeugmaschinenbedienung. Das heißt, es gibt ein Förderband, ein Kamerasystem und einen Roboter. Und damit führe ich verschiedene Aufgaben durch. Eine meiner Aufgaben an der FlexMT ist, wenn es eine neue Software gibt, die eben auch an der FlexMT zu testen, zu validieren, ob alle alten Funktionen noch funktionieren, aber auch, ob neue, die hinzugekommen sind, funktionieren. Und dadurch, dass es so ein komplexes System ist, gibt es da eben auch verschiedene Fälle, die ich mir dann überlege, wo ich dann eben prüfe, ob alles funktioniert wie gedacht. Im Idealfall ist das so. Wenn aber doch ein Fehler drin ist, dann heißt das, das eben gut dokumentieren und eben auch den Entwicklern den entsprechenden Input zu geben, was zu ändern ist. Das ist eine unheimlich tolle Sache bei ABB. Da ist ein reger Austausch. Das heißt, wenn mal eine Frage ist, wenn ich irgendwo mal was Spezielles zeigen will, stehen da die Türen offen, dann kann ich jederzeit zu Kollegen gehen. Es gibt aber auch Aufgaben, wo von vornherein eben im Team gearbeitet wird, wo es Spezialisten gibt für Elektrik, für Mechanik, wie auch bei der FlexMT, wo ja all diese Komponenten auch zusammenkommen. Ein weiteres spannendes Aufgabenfeld war für mich die Arbeit mit Yumi, unserem neuen Zweiarmroboter. Mit dieser App können wir Yumi programmieren. Ich habe daran mitentwickelt, mitgetestet, dass die App für die Hannover Messe funktioniert, wo wir Yumi einem breiten Publikum zugänglich machen konnten. Hannover Messe war eine unheimlich tolle Erfahrung. Es hat viel Spaß gemacht, zusammen mit Technikern, mit Vertrieblern einfach diesen Zweiarmroboter der Öffentlichkeit zu präsentieren. Prominenz war auch auf jeden Fall da. Und das war unheimlich schön zu sehen, wie viele Leute einfach begeistert vor Yumi standen und ihn eben auch anfassen konnten und selber ein Programm erstellen konnten. Ich habe meine Masterarbeit an der TU Darmstadt geschrieben. Habe ein Praktikum schon hier bei ABB gemacht und ja, dann war für mich eigentlich klar, da will ich auch hin und dann habe ich auch die Möglichkeit bekommen, hier tatsächlich meinen ersten Job zu starten. Und Jobstart bei ABB sieht so aus, dass man in der Regel erstmal einen Programmierkurs bekommt. Das heißt, intern bei uns in den Schulungen wird viel Wert auch darauf gelegt, dass man erstmal die Leute selber auch ausbildet und dann für die Aufgaben fit macht. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Jetzt nach der Arbeit geht's direkt ins Training. Ich liebe Einradhockey.